Ja, dann blicken wir uns nochmal um nach einem neuen System. Nach einem neuen System, was wir machen könnten. Ja, bei Sakharov waren wir auch schon. Ja, zwei Stück. Könnten eventuell mal gucken. Oh, das System hier sieht ganz gut aus eigentlich. In dem. Oder wieder ein Sensorkontakt. Ja, das sieht ganz gut aus. Also, dann hängen wir dran. Das System in dem. Fangen wir außen natürlich wieder an. Da haben wir einen Gasriesen mit, ja, etwas daneben. Kleinen Mond wieder. Ich glaube, ich bin einfach zu schnell mit dem Klingen. So, scannen, natürlich nix. Machen wir jetzt hier den 5A daneben. Ja, ich bin immer ein Opfer. Hört auf hier, Mann. So, einen haben wir noch. Schön. Ja, Reddit Ersatzteile. Auf jeden Fall danke natürlich für die Teile. Kann ich mich jetzt um den Planeten wieder kümmern. So, scannen. Ah, haben wir sogar. Ytterbium wieder. So, Alkane. Terbium. Dann haben wir direkt Helium. Und Eisen. Tschüssikowski. So, das nächste ist der hier. Das ist auch wieder ein Gasriese. Warte mal.
Wollen wir eigentlich einen Kurs festlegen? Können wir ja einfach so scannen. Fangen wir mal an beim A hier, oder? D, A. Ja. Doch, fangen wir hier an. Bei dem 4B. So, aber immerhin haben wir heute schon mal ein bisschen was geschossen. Bin auf die Jagd gegangen, aber nicht der Rede wert gegen diese kleinen Viecher im anderen System. So, dann landen wir wieder auf der Wasserader. Hier sieht man wirklich einen Batzen an Eisen, aber ganz wenig Wasser. Ja, guck mal, keine Menschen in der Nähe, kein Ruckler. So. Nickel. Jetzt, da ist was. So. Das wäre jetzt davon schon der erste Mond. Ich gehe einfach dann nach links rüber. Egal was oder wie viel da drauf ist, aber auf dem 4D sind sogar Merkmale drauf. Zwei Stück sogar. Oh, und ja, richtig viele Ressourcen. Ich freue mich immer, wenn du vorbei. Ist Gold. Antimon. Sehr seltene Ressource. Aber wofür das halt benutzt wird, ich habe keine Ahnung. Wo haben wir denn überhaupt Merkmal? Nirgendwo. Nirgendwo ist ein scheiß Merkmal. Und hier brauchen wir nur noch Chlor. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, hier ist nichts mehr in dem Bereich des Planeten. Chlor jetzt, das Graue.
Meine Sandwüste. So, da haben wir was Unbekanntes. Ey, was ist denn das hier? Das siehst du ja gar nichts. Also, da trifft das Sprichwort zu. Man sieht die Hand vor lauter Sand nicht mehr. Oder wie auch immer, was das hier ist. Oh, ich habe einen gebrochenen Knochen gehabt. Meine Prognose hat sich aber verbessert. Da hinten ist ein Lebenszeichen, da müssen wir hin. Und hoffen, dass wir unterwegs. Ah ne, ich habe die Ressourcen schon voll. Tatsächlich. Ja, ich dachte, Chlor wäre vorhin ausgeblichen, aber. Ja, 8 von 8 Ressourcen. Also nur noch das Lebenszeichen hier. Aber das ist ja wirklich ein Ding, dass du einfach null siehst. Also auch wenn dieser Planet ziemlich reich an Ressourcen ist, der würde für mich, glaube ich, nicht in Frage kommen, irgendwie als Außenposten zu fungieren. Das habe ich doch schon gescannt, oder? Ja. Also auch nicht. Oder was anderes, natürlichen Ursprungs. Könnten wir auch nochmal versuchen, hinzugelangen. Ansonsten muss ich meine Position hier auch nochmal ändern auf dem Planeten. Ich hoffe jetzt einfach, das ist schon da, das Merkmal. So groß rumzusuchen auf dem Planeten oder Mond, wo du einfach nichts siehst, ist scheiße. Ah, das sieht gut aus. Yes, das sieht gut aus.
So, ein Schwefelbecken. Gut, dann haben wir das. Dann geht's weiter zum 4a. Da haben wir nur Ressourcen. So, dann gehen wir mal da rein, wo das Platin genau. Wo das Platin zu finden ist. Also Platin finden wir auch auf, ich finde, relativ wenig Planeten. Er hat zwar zwei Sterne immerhin, aber trotzdem recht selten auf den Planetenoberflächen. Terbium und so ist natürlich noch schwieriger. Aber natürlich, da ich alle Planeten ja erkunden möchte, zu 100%, könnte ich sogar Ausschau halten nach einem sehr, sehr guten für einen Außenposten. Nickel, Platin, nur Wasser. Wo ist Water? Brauch Wasser! Verdurste! Jetzt bin ich wieder. Ja. Ah, da! Gut. Dann mal Wasser. Vor allem, also ich meine, wir sind hier auf dem. Auf dem Eisplaneten, ne? Alles voller Eis, Schnee und wir haben nur hier Wasser. Also diese Eisvorkommen, die wir abbauen können und nicht so. Also wir können hier quasi nicht komplett alles abbauen, was an Schnee an der Oberfläche liegt. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man noch extra nach diesen Eisvorkommen Ausschau halten muss. So, bei dem C haben wir auch nur drei Ressourcen. Es könnten sogar die gleichen Ressourcen sein, wie jetzt auf dem 4a. Ausgeschlossen ist das nicht. Du siehst. Oh, ja, ich weiß, ich sehe irgendwie aus, keine Ahnung. Ich habe keine Lust auf Smalltalk. Ah ne, es sind andere. Was ist das nochmal? Ah, Quecksilber. Quecksilber, Blei und Wasser. Dann nehmen wir auch direkt eine Quecksilberader. Weil die sind durchaus auch schwer zu finden. Wenn wir da auf anderen Oberflächen wie Wasser oder wie auch immer landen. Und auch eine Quecksilberader sollten wir jetzt ganz schnell alles finden. Inklusive natürlich des Wassers. Wieder am Stottern, wenn Leute in der Nähe sind. So, da haben wir Quecksilber doch mal direkt. Haben wir hier Blei und Wasser. So. Ey, was mache ich jetzt? Stottert doch mal in der Luft. So, dann haben wir den hier schon. Dann gehen wir einen Ring weiter nach innen. Da haben wir wieder vier Monde drumherum. Schauen wir uns das mal an, kurz nach Lebensform oder so. Ne? Über den mal hier, den können wir mal scannen direkt. Und dann arbeiten wir uns von, ja,
würde sagen, ja, okay, der hat viel. Vom wenigen zum meisten. Vorne. So, der hat zwei. Da geht's zuerst hin. Also, quasi von oben gegen den Uhrzeigersinn einmal links herum nach rechts. Kennen und was haben wir hier drauf? Chlor und Wasser. Dann gehen wir jetzt. Ja, das ist immer. Gehen wir mal mitten rein. Beides mitunter schwer zu finden. Auch wenn der ganze Planet davon abgedeckt ist, manchmal. Obwohl diesmal glaube ich, dass es schon schneller geht. So, haben wir schon Chlor. Das ist Wasser, ja. Durchaus hätte Wasser schwer zu finden sein können. Zurück zum System. Genau, jetzt geht's zu dem hier. Zum 3A. So, was haben wir da? SB. Antimon. Antimon, Kupfer, Wasser, das geht schnell. Das geht wirklich schnell. Aber auch Antimon ist eigentlich sehr selten. Sehr selten. Ich muss sagen, heute schon der zweite Planet davon. Wie manche auf der, ach so, nee, auf der dunklen Seite? Wie meinst du das? Also ich lande eigentlich immer auf der hellen, da sieht man mehr. Bin nachtblind. Zumindest in Spielen. So, Kupfer. Also, wo ist denn Antimon jetzt? Ich bin noch extra da gelandet, wo das sein sollte. Da haben wir es. Antimon und Wasser. Ich habe das Problem, wir haben nichts Wasser. Ah, und das ist eigentlich ein scheiß Planet jetzt dafür. Wir haben nämlich diese großen komischen Felsen, da ist Wasser zu finden mal schwierig. Mist! Jetzt ist Wasser ein Problem. Ach so, meinst du das? Okay, ja. Das kann natürlich sein. Hier, dann. Aber okay, darauf achte ich im Grunde nicht. Oder habe ich noch nie geachtet drauf. Aber das ist natürlich dann Fakt, ja, das stimmt. Aber ich meine, ich mache das ja sowieso immer nur mit dem Scanner und das ist ja immer so blau eingefärbt. So.
Aber wie gesagt, jetzt ist das Wasser. Großes Problem. Immer noch. Okay, immer geradeaus jetzt, bis ich Wasser finde. Kupfer, Kupfer. Da! Wasser! Das ist auch wieder Wahnsinn, ne? Der ganze Planet besteht aus Eis, Schnee und ich muss ein Fitzelchen Eisvorkommen hier haben. Ist verrückt. Naja. Gut. Den haben wir auch. Nächster. Da haben wir Merkmale wieder drauf. Auf dem Indum 3. D. Ah, der Krieg. So, okay, Starfield ist wieder so schön, dass ich keine Schüsse abfeuern kann gerade. So, jetzt geht's. Dabei hängt der Sound wieder mal. So, okay, jetzt geht's wieder. Naja. Okay, das ist halt Starfield. Ne? So, oh, guck mal, Merkmal habe ich schon gefunden. Sehr schön. Dann gehen wir nach. Können wir das jetzt mal ausprobieren? So, die dunkle Seite der Macht. Und dann gehen wir auch hier direkt. Ist das eigentlich Gold? Genau. In den Goldbereich. Eigentlich sollte man ja annehmen, dass Gold auch sehr, sehr selten ist, ne? Aber im Weltall anscheinend nicht. Weg da, Mann, Platz. So. Fluor haben wir schon mal, da ist Gold. Das sind auch wieder diese blöden Felsen, die mich dumm und dämlich suchen kann. Da haben wir wieder was Wasser. Und dann fehlt noch eine. Ach, Kupfer habe ich. Oh, ich bin ja blöd, oder? Nee, warte mal, das war Fluor. Eigentlich müsste Kupfer auch schnell gehen. Ja. Guck mal. Ich wusste doch, dass vorhin etwas unterschiedlich grün geleuchtet hat. Das war dann direkt um das Schiff herum. Okay, dann haben wir jetzt noch einen mit ganz, ganz vielen Sachen. Dieser Sensorkontakt, was ist ja eigentlich nur so eine Satellitenstation in der Umlaufbahn. So. Kennen wir schon mal. Ja, guck mal, Merkmal habe ich sogar schon, die Kristallkruste. Und 8 Merkmale. So, die 125 EP waren jetzt wegen dem Dingens so. So, gucken wir mal, wo wir landen. Ytterbium. Ja. Nehmen wir Ytterbium erstmal.
Weiß gerade nicht, worauf das bezogen ist mit den Transportkisten mit Inhalt. Habe ich noch nie so aufgepasst. Weil ich sammle momentan ja eher weniger Kisten ein. Ach so, die. Ah, okay, dieser Sensorkontakt. Das hätte ich. Okay. Es kann natürlich. Ist natürlich echt verständlich. Steht heute Die schweben wahrscheinlich dann irgendwie durch eine Schlacht oder so dann durchs Weltall. Das sind dann natürlich diese Kisten, die Gegner fallen lassen dann. So, aber jetzt 8 Ressourcen. Das sollte auch schnell gehen. Oh, aber wieder so ein richtig, richtig blöder magnetischer Planet. Und nicht in da rein. Ah, jetzt habe ich Erfrierungen. Nein. Warte mal, habe ich schon? Ne, zwei fehlen noch. Tetra und Wasser. Das ist ein bisschen. Bisschen scheiße hier. Also, der ist sehr toxisch, dieser Planet. Ich glaube, wir satteln hier um. Also Tetra brauchen wir. Ist dieses. Müsste auch vielleicht Wasser sein. Ah, okay. Das ist auch eine gute Info. Dass das wirklich ein altes, kaputtes Schiff ist. Und alles mitnehmen kann. Aber vermutlich würde man dann davon ausgehen, dass da auch Banditen sind. Also zumindest war es bei mir oft so. Wenn ich irgendwo da an Bord gegangen bin, dann haben mich versucht, Banditen direkt zu erschießen. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Wie gesagt, das ist sehr magnetisch. Ich gehe auf die Wasseroberfläche jetzt hier, die eisigen Ebene. Okay, muss ich vielleicht mal. Aber ich meine, ich habe so viel Ressourcen, glaube ich schon. Ja, da wirst du bescheuert. Ich meine, es ist ja jetzt schon meine, weiß ich gar nicht, 30. Folge oder so, wo ich mich nur um Planeten und so kümmere. Wo ich extrem viele Sachen eingesammelt habe schon. Da ist Wasser. Ich brauche das gar nicht momentan an irgendwelchen Schiffen dann anzudocken. Es sei denn, ich erkunde wirklich etwas, was, ja, was Seltenheitswert im Universum ist. Sechzehntausend Credits, ey. Wie geht denn das? Ich finde meist immer nur so, ja, bis maximal 5 oder so. Ich meine, wir können uns das ja mal anschauen. Können uns das einfach mal anschauen, wenn wir schon mal da sind. Und ein Schiff hier in der Nähe haben. So. Ja. In unserer Flotte gibt es jede Menge dieser alten Deimos-Monster. Robust gebaut, aber die Garantie ist abgelaufen. Die Reparatur dauert Stunden, wenn wir den Antrieb überhaupt wieder hinkriegen. Okay. Das Schiff betreten.
Wenn du herkommst, bin ich arbeitslos. Ich habe eine Eilzustellung, die ausgeliefert werden muss. Die kürzen mir den Lohn, wenn es nicht ans Ziel kommt. Star Puzzle würde dich auch fürstlich entlohnen. Okay. Ja, also ich mach das hier nicht, denke ich mal, oder? Ah, lassen wir. Ja, also wie gesagt, schöner Frachter. Auch sehr nett. Ja. Alles gut. War mal eine schöne, nette Unterhaltung im Weltraum. Aber hier haben wir jetzt auch noch was. Den Planeten, da waren wir ja auch schon. Aber da haben wir auch noch mal einen Sensorkontakt. Dann lass uns doch den noch mal einmal anschauen. Der ist immerhin markiert mal mit so einem Fähnchen. Ah, guck mal, da stand. Okay. Ist dann dort die Kiste wahrscheinlich, ne? Gucken wir uns das mal kurz an hier. Asteroiden hier im Weg, ey. Aber das sieht schon irgendwie so richtig aus wie Star Wars. Nicht so wie Starfield, sondern. Richtig wie Star Wars. Asteroidenfelder. Ja, das ist im Grunde nur eine Kiste, die wir da haben. Xenon. Okay. Haben wir hier noch mehr? Ja. Ja, okay, also habe ich keine Lust, die einzusammeln. Das ist. Bisschen, also bräunlich. Dafür bin ich auf vielen Planeten halt da unterwegs. So, okay, der zweite Kreis. Ah, da haben wir Marginal. Dann nehmen wir doch erstmal die oder den inneren wieder. Kleinen Mond hier. Und dann bin ich hinterher gespannt auf dem letzten Planeten, den wir hier machen, was für Viecher wir da haben wieder. So, und hier haben wir auch nur zwei Ressourcen. Aluminium und Helium. Dann ab zum Helium. So, das sollte jetzt vielleicht direkt erledigt sein, wenn wir rausgehen. Dann haben wir noch einen größeren Planeten da. Und dann, aber vielleicht weißt du sogar, was man machen kann gegen diese Performance-Probleme. Also ich habe einen PC jetzt für 4.500 € hier stehen mit absolut mega Grafikkarte und so weiter. Trotzdem bleibt dieses Scheißspiel, und es ist das einzigste Spiel, es bleibt immer teilweise stehen. Und ich habe das jetzt schon auf, also nicht 3400 die ganze Auflösung, sondern nur auf die no normale 1920 mal 1200 oder so. Ja, im Grunde nicht, aber trotzdem hakt es immer und das nervt und es ist scheiße. Ja, das stimmt auch. Also deswegen, also ist zwar nicht meine Intuition, mich da so hoch zu leveln, aber also meine Intuition ist eher jedes einzelne System. Achso, ja, okay, Xbox, dann hast du das Problem wahrscheinlich nicht. Also meine Intuition ist erstmal jeden einzelnen Planeten zu erkunden, bevor wir irgendwann mal weitermachen mit den Missionen und Co. Und bis dahin werde ich wahrscheinlich auf Level 100 sein. Weiß gar nicht. Gibt's maximal Level hier? Und wir haben Star Wars. So, und jetzt habe ich wieder unsichtbare Schüsse hier. Gut, ist auch nicht schlecht.
So, okay, mit einem Schuss erledigt dann. Okay. Oh, falsch. Da haben wir den. Spacer! Genau. Falscher Gegner, falsche Zeit. Alles klar. Was auch sehr viel EPs gibt, das sind diese scheiß Weltraumschlachten. So, scannen wir. Ah, zwei Merkmale. Und also das wird tatsächlich, denke ich mal, ein bisschen dauern hier jetzt. Gehen wir mal nach Tantalum erst. Oder in das Tantalum-Gebiet. Ja, das denke ich mir auch. Aber ich meine, selbst die Level jetzt, um die höher zu kriegen, dauert das unheimlich lange, ne? Ich habe mich aber, glaube ich, schon lange nicht mehr abgeskillt. War auch bisher nicht mehr vonnöten. Aber es ist ja immer so darauf ausgelegt, dass du auch nicht alles quasi, alles aufskillen kannst. Also das war kaum ein Spiel so, ne? Selbst The Last of Us brauchst halt zwei Durchgänge, um alles aufzuskillen. Weil einfach begrenzte Mittel nur da sind. Und oft ist es auch so, dass du hier einen bestimmten Lebensstil wählen musst, sollst. Dann, ja, nein. Ja, und dann ist halt Schluss, ne? So, 6 haben wir jetzt, einer fehlt noch. Da haben wir ne, das Wasser. Aber, okay. Also das Leveln, ja, bis 100 habe ich sowieso gedacht. Aber es geht definitiv noch drüber hinaus, oder? Oder ist dann bei Level 100 und dann volle Off-Level-Skala Ende? Aber ich meine, so wie du schreibst, geht's auf jeden Fall noch weiter. So, ein Merkmal haben wir jetzt wieder. So, die Merkmale, die bringen natürlich auch extrem viel. So, okay. Haben wir da oben noch was? Gehen wir auch mal hin. Müssen wir zwar wieder einen Berg erklimmen, aber das geht schon. Das ist auch interessant, wie du das machst. also ich meine, ich mache das einfach durch Zufall. Ich gehe eigentlich hier komplett ohne Plan ran. Auch was so Missionen angeht, was so Skillen angeht und ja, einfach mal, keine Ahnung. Aber, oh genau, eine Sache müssen wir jetzt machen gleich. Gut, dass wir nochmal über Skillen gesprochen haben. So, und haben wir das Merkmal? Haben wir hier einen Felshaufen? Nee. Schade. Okay. So, den Planeten haben wir auch. So, jetzt haben wir ja über Skillen gesprochen, ne? Eine Sache muss ich aber aufskillen. Da. Es handelt sich um die Forschung. Astrophysik. So, Skill gemeistert. So, dann haben wir hier Außenpostentechnik-Analyse. Der Skill ist voll. Anorganische Ressourcen vom Planeten. Ich will auch mal gucken. Röhrtechnologie.
Sicherheit schon voll. Booster-Training habe ich ja auch, wie gesagt, also. Denn hier schleichen, den kann ich auch schon. So. Also schleichen auch auf Maximallevel, weil ich bin ja eh so der Schleicher und der Dolcher. Mein Gewichtheben habe ich ja schon volle Klasse. Ochsenwohlbefinden. Macht denn das Soziale? Da steigen wir auch mal auf. Handel. 75 einzigartige Items. So, genau, warte mal. Anzugdesign hast du gesagt, wa? Ah, ich. Aha. Okay. Soll ich vielleicht auch mal machen? Okay, dann müsste ich 5 Anzugshelm oder Rucksackmods herstellen. Zoologie. Kann ich auch mal reinpacken. 20 Ressourcen von Viechern. Das kriegen wir auch hin. Planetenbesiedlung kann ich auch schon nehmen. Baue 3 bewohnbare Außenposten auf 3 verschiedenen Planeten. Ja. Waffentechnik, hast du gesagt? Da. Okay, gucken wir uns das auch an. Stelle 5 Waffenmods her. Da muss ich dann echt mal gucken, dass ich das so nebenbei mal mache. Spezialobjekte. Botanik. Das können wir auch mal nehmen. Da muss ich was von Pflanzen suchen. Okay. Vielleicht können wir das ja direkt machen gleich. Ich habe ja noch einen Planeten vor mir jetzt gleich, wo Viecher sind. So, den hier haben wir ja jetzt vollständig. Dann können wir jetzt direkt mal im letzten Planeten dann hier auf Indum 2 gucken, was wir da einsammeln können. Das kennen wir schon mal. Okay, 4 Viecher, 3 Pflanzen, 2 Merkmale, 8 Ressourcen. Gehen wir mal hier einfach dann ins Wassergebiet erstmal. Naja, aber das sollte überhaupt kein Problem sein, glaube ich. Weil ich so viele Ressourcen gesammelt habe, das geht schnell. Das wird wirklich schnell gehen, glaube ich. So, wie gesagt, kleines Wassergebiet und dann haben wir einen eisigen Vulkan, ja. Immer eine Frage, auf was für eine Schwierigkeit spielst du? Weil, also ich meine, ich habe keine Probleme, aber ich spiele auch auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, weil ich möchte also dieses Spiel hier einfach nur genießen. Einfach genießen. Und nicht auf hohen Schwierigkeitsleveln und mich dagegen stemmen oder so. So entspannt ein bisschen. Weil ich stelle mir das vor, mal mit den stärksten Waffen sind noch die stärksten Tiere, mal irgendwann mit einem Schuss platt, ne? Weil das muss ja im Grunde so sein, wenn man das nämlich auf höheren Schwierigkeitsstufen spielt, wird es an. Mach Platz hier! Dann wird es nämlich auf der einen Seite schon schwierig, wenn die da nicht schneller platt gehen. Das gucken wir uns erstmal hier nach Ressourcen um. Ach du Scheiße, und der ist noch so. Nein! Komm schon gar nicht hoch hier mit dem Arsch wieder. Ja, genau, so geht's mir halt auch. Also ich mache auch wirklich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Außer wenn ich bald mal wieder The Last of Us spiele, Part 2, dann spiele ich den schon hinter noch auf
Überlebender, oder? Und nee, erbarmungslos heißt es ja. Ja, das stimmt. Also 118 ist natürlich schon. Man muss schon einige Stunden echt rein investiert haben. Wenn du da schon so weit bist. Komm durch da. Das zwei Sachen, die ich scannen muss? Ja. Wo ist denn der zweite? Hallo. Da. Haptisch. So, jetzt gehen wir mal direkt weiter zu dem anderen Signal da hinten. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob bei den Viechern nicht auch irgendwann Ende im Gelände ist. Aber ich finde das schon sehr gut gemacht mit diesen Viechern, dass die sich dann wirklich dem Level anpassen. Das sieht gut aus, dass das schon meine zweite Stelle ist. Eine Ressource. Schön, wenn ich die jetzt noch finden würde. Na. Okay, dann nehmen wir erstmal das Merkmal da oben mit. Ah, Felshaufen. Schön. Oh! Das ist ein Tausendwal. Moment, Moment. Verzeihung. Ich muss ja was einsammeln. Aber ich meine, also ich habe bis jetzt nur einen Spielstand. Das ist der hier. Ich hätte gar nicht so viel Ausdauer, dass über eine so lange Zeit einfach drei, vier Mal so weit zu zocken. Also ich hatte mal kurz angespielt, bis Level 15 oder so mal. Und dann habe ich entschieden, das auch so zu streamen und daraus diese Long Story quasi zu machen. Ja. Aber öfter so weit zu zocken, eher weniger. So, gucken wir uns mal die eisigen Ebenen an, ob wir die schon haben zu 100%. Hier der Vulkan. 0%. Was soll denn das? Dann gucken wir uns erstmal die Sandwüste an. Ah, okay, das ist natürlich viel dann. 5 bis 6 Stunden. Ja, ich bin halt bei mehreren Projekten, also bei zwei größeren zum Beispiel. Ich zock nämlich nebenbei noch Horizon Forbidden West. Das muss ich nachher auch noch machen, wenn ich mein Video hierzu fertig habe. Und meine Sachen kommen natürlich dann alle auf meinen YouTube-Channel mit den ganzen Planeten und Co., die ich schon habe. Was soll ich mich jetzt mit denen anlegen? Oh, das ist. Oh. Okay. Ja, das ist schon ein Viech, ne? Wie viel Mäuler hat der? Oh, okay. Entschuldige. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir da die ganzen Sachen einsammeln von den Viechern. Ja, blöd, dass ich daneben schieße, ey. Wahnsinn. So, dann haben wir Pflanzen. Warum steht er, wenn er tot ist? Kann doch nichts einsammeln bei dem.
Okay, schön. Schöner Bug wieder drin. So, jetzt. Nein! Ich aber sehe. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber es sind halt nur diese besiedelten Systeme, ne? Wo die dann sind. Aber diese Terrormorphs, die sind, also die sind wirklich eklig im Spiel. So, du hast doch bestimmt was für mich, oder? Ja, das geht auch. So, da haben wir. Haben wir da ein Merkmal oder was ist das? Ein Schiff. Nee. Das ist ein Schiff von anderen. Die Discovery. Ja, aber das ist, also ich glaube, ich habe tatsächlich aber noch keinen Terrormorph auf dem Unbesiedelten gefunden. Weil es heißt ja immer, wenn man da die Story verfolgt, dass die Terrormorphs immer nach, ich glaube, 50 Jahren, 50 bis 70 Jahren, besiedelte Planeten angreifen. Und deswegen ist es fast ausgeschlossen, dass... Aber wirklich nur fast ausgeschlossen, dass die auf unbesiedelten Planeten aufkommen. Oh, den haben wir da hinten auch noch nicht. Den Krötenkopf. Toll. So. Sehr nette Kreaturen. Was kann ich klauen? So, ich muss auf jeden Fall jetzt noch diese einen Viecher genau da. Das ist der letzte. Gut. Ach so, ja, doch. Genau, also das könnte ich. Wenn ich will, aber... Dann habe ich wieder das Problem, dass das natürlich mein Heimatschiff wird und die ganzen Sachen, die ich jetzt in meinem Schiff habe, hätte, die würden da wahrscheinlich gar nicht reinpassen. So, Zoologie. Haben wir, natürlich kann ich es jetzt nicht aufleveln. Müsste ich aber beim nächsten Mal dann machen. Ja, ich weiß halt nicht, weil ich habe jetzt ein Schiff mit 2600
Kilo oder so. Und ich hatte schon mal eins, wo dann auf einmal nur noch 500 Ladekapazität ist. Ja, genau, aber ich konnte dann halt nicht mehr irgendwie. Also irgendwas ging da nicht mehr. Ich glaube, Schnellreise oder so. So, jetzt sind wir hier. 80%. Nehmen wir den Koniferwald. Ja, aber das geht auch dann erst, glaube ich, nur, wenn ich irgendwie fliegen kann oder einen in der Nähe habe, ne? Weil ich hatte wirklich einmal das Problem, ich bin nicht mehr vom Planeten weggekommen. Und das war dann einfach scheiße. Oh, schissen. Okay. Ah, ich musste auch noch was von Pflanzen einsammeln, ne? Sammeln wir das mal ein. Die Viecher lassen wir jetzt erstmal. Also ich weiß, dass das natürlich geht, aber irgendwann habe ich festgestellt, dass irgendwas nicht mehr gegangen ist. Und dann hatte ich darauf auch keine Lust. So, da haben wir Benzol, das letzte. Jetzt fehlen noch zwei Fauna, also zwei Tierarten. Der war hier natürlich dieser. Den haben wir jetzt auch. Okay. So. Das hätten wir jetzt auch. Aber ich meine, ich will mich ja auch nicht vollballern mit Schiffen, ne? Mir reicht im Grunde ein gutes für Fahrkapazität und dann ein gutes, was auch kämpfen kann. Eigentlich muss ich mir das mal Zeit nehmen, um dann ein Schiff zu bauen. Aber dafür muss ich dann auch die ganzen Skills haben, ne? Sumpf. 83%. Hört sich gut an. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon. Glaube aber nicht, dass das hier ein. Wohl könnte doch sein. Schauen wir uns das mal an. Da hast du wieder was gesagt. Ja. Sumpfküste. Das letzte Viech ist im Wasser. Da kann ich natürlich auf Planetenoberflächen wieder lang suchen, wenn das Ding einfach im Wasser steckt. Rumgeflogen ist die ganze Zeit nichts, ne? Ich gucken, wo geht's? Ich glaube in die Richtung. Würde ich jetzt mal behaupten. Leider, also ich finde die Karten, muss ich echt sagen, fürchterlich. Ne? Ja, klar. Will ja auch nicht landen. Ja, nein. Ist drauf. Immer geradeaus laufen bis zum Ozean. Kann eigentlich nicht weit sein, wenn ich schon an der Küste gelandet bin. Obwohl, warte mal. Dann glaube ich, die Richtung ist das eher. Weil in der anderen Richtung sind Merkmale oder wie auch immer
Alles Mögliche. Ja, aber ich habe immer das... Also... Ich sag mal, wo ist jetzt das Ozean? Ich muss ja nochmal angucken, wie das gemeint ist. Also 0%. Das heißt, wir haben da Fische drin. Man sieht, glaube ich, ist die richtige Richtung oder falsche Richtung. Man sieht richtige Richtung aus. Ja, das sind nämlich so Steine, die oft da an der Küste sind. So, da sind wir. Und nochmal die ersten und Schwarm-Dingens hier. So. Gut, dann gucken wir es uns hier an und sammeln die letzten Viecher hier ein. Echt? Nee. Das Wasser passt. Wassertemperatur passt. Also nicht immer ist Wasser ungesund. Ah, oh, da haben wir schon. Schön. Endlich, endlich, endlich. Also auf diesem Planeten dauert es natürlich schon oftmals sehr lange, was einzusammeln. Und dann gehen wir mal zum Landeplatz zurück. Und rein ins Schiff. Das lassen wir natürlich erstmal alles wieder im Schiff, was ich eingesammelt habe. An Ressourcen, Erste Hilfe oder, ja, eigentlich ist es nur Ressourcen. War ja sonst nirgendwo drin, ne? Blub, 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 blub. Ab nach oben in mein Cockpit. So, was haben wir denn da, was wir da lassen können? Die Waffen lassen wir mal hier. Erste Hilfe haben wir tatsächlich doch, was wir hier lassen können. Und dann natürlich die ganzen Ressourcen. So, lagern, Notizen, ja. Echt? Ja, das ist geil. Wenn man die dann soweit hätte. Aber okay, das ist Runde. Ja. Es geht natürlich so schneller. Es macht doch irgendwie Spaß, die Viecher zu entdecken. Bei manchen ist es zwar lästig, aber okay. Es ist halt so, wie es ist. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt im Lagerraum? Genau, guck mal, also 2660 passt hier rein. Momentan hätte das was gebracht, wenn ich das Schiff geklaut hätte. Meiner Sicht, sondern aber egal. Bin zufrieden mit meinem Schiff, was ich jetzt habe. Genau, dann speichern wir mal. So. Und dann mache ich nämlich jetzt Schluss für jetzt, weil ich muss nämlich dann die Videos machen und nachher gibt es noch Horizon.
Ab circa halb zwei wahrscheinlich. Und lasst doch gerne ein Abo und ein Follower da, auch gerne auf dem YouTube-Channel. Da habe ich nämlich so einige Videos von den Streams hochgeladen, wo ich schon war. Und nicht nur Starfield, sondern haufenweise andere Games auch noch, ne? Und auf jeden Fall danke schon dafür. Ja, und dann vielleicht sieht man sich ja nachher mal bei Horizon wieder. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.